Im Yoga befassen wir uns besonders fest mit dem Körper, der Atmung, aber auch mit dem Geist. Und darum ist es aber auch wichtig, um wirklich diese drei Aspekte zu pflegen und hegen. Und wir können uns vorstellen, dass unser Körper eine Art wie ein Haus ist. Und wir wohnen in diesem Haus, wir wohnen in diesem Körper. Und so wie wir unserem Haus sonst schauen, das putzen, das ordentlich halten, so ist es auch wichtig, dass wir in unserem Körper in eine gewisse Ordnung behalten und unserem Körper schauen und schauen, dass wir uns auch wohlfühlen in unserem Körper. Im Yoga haben wir einen Ausdruck für das, und zwar heisst das Saucha. Und zwar im Saucha geht es darum, wirklich das innere Wohlbefinden ganz bewusst zu leben und uns um das zu kümmern. Und ich werde dir heute zeigen, wie du durch verschiedene Aspekte, ganz kleine Sachen, die du in deinen Alltag kannst integrieren kannst, auch wieder kannst, so ein bisschen wieder das Wohlbefinden pflegen und deinem Körper und deinem Geist kannst schauen kannst. Etwas ist sicher einmal, wenn wir von diesem Haus reden, dass wir, wie wir daheim, wenn wir, vielleicht kennst du das auch, du hast daheim mal wieder richtig aufräumen und dann fühlt man sich wieder total gut und hat wieder Platz für uns. So ist es auch im Inneren vom Körper. Also, wir wollen einen aufgeräumt haben, wir wollen zum Teil, hilft uns eben auch, daheim aufräumen, damit wir auch wieder eine gewisse Ordnung in uns hinein verspüren. Wenn es daheim ein riesen Chaos ist und wir nichts und nicht mehr wissen, wo was ist, dann merken wir, haben wir auch ein bisschen Chaos in uns selber. Also versuchen, wirklich eine gewisse Ordnung zu bewahren. Aber was auch wichtig ist, ist, dass wir uns in der eigenen Haut auch richtig wohlfühlen. Dazu gehört, dass wir uns ab und zu vielleicht ein heißes Bad gönnen. Besonders jetzt in der eher kühlen Jahreszeit ist es schön, mal einfach mal wieder einen Abend ein feines Bad uns einzulassen. So ein bisschen Zeit verbringen mit uns selber. Vielleicht machen wir irgendein Körperpeeling oder haben so eine Handschuhe und dann ein bisschen die Haut so abrubbeln, dass wir wieder feine, schöne Haut haben. Und nachher auch die Kleidung zum Beispiel, die wir anlegen, auch die soll machen, dass wir uns wohlfühlen. Ich meine, vielleicht kennst du das auch. Wir können irgendwie die Kleidung von vorgestern anlegen und irgendwie untuschen aus dem Haus rausgehen und irgendwie alles ist ein bisschen durcheinander. Oder wir können duschen, wir haben vielleicht irgendwie noch uns fein mit einem feinen Duft, Körperöl oder so eingerieben. Dann tun wir etwas Frisches, Farbiges anlegen und wir gehen aus dem Haus. Und so ein bisschen die Stimmung, die in uns innen ist, ist einfach ganz anders. Wir fühlen uns ganz anders, als wenn wir einfach irgendwie etwas Altes angelegt haben und irgendwie so aus dem Haus rausgehaspelt sind oder gerannt sind. Darum, auch da, wie das Yoga sagt, schau, dass du Kleidung hast, die dir bequem ist, Farben, die dir gefallen und die dir neue Kraft geben und die dich irgendwie inspirieren. Und schau auch, dass von der Qualität her, dass du dich einfach wohlfühlst in dem, wo du dich auch den ganzen Tag bewegen. Das Gleiche geht ist mit dem Essen. Vielleicht weisst du manchmal auch, wenn man ein bisschen schwer essen oder mal doch den Fast Food genommen hat, dann ist man schwer und das Körpergefühl ist, ist schwer und man fühlt sich nicht wirklich gut. Und auch da, wir wissen ja eigentlich, was uns gut tut und was macht, dass unser Haus, das Innere von unserem Haus, dass dort alles gut funktioniert und alles gut läuft. Und da dazu gehört manchmal auch gemeinsam mit Freunden kochen und nachher gemeinsam miteinander essen. Auch das gibt uns ein Wohlbefinden, nicht nur im Bauch, sondern auch in der Stimmung, wenn wir nämlich mit Menschen uns umgeben, die uns gut tun und die auch dort wieder uns sehr viel Wohlbefinden schenken. Darum, tu dir selber etwas Gutes und ich wünsche dir viel Spass beim Ausprobieren. Vielleicht findest du ein neues Ritual, das du in deinen Alltag reinbringen kannst, um einfach ein bisschen mehr Wohlbefinden zu haben und wieder mal richtig deinem Körper schauen können.